Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Ich bin nicht in Hamburg, wie Sie im Hintergrund sehen. Ich bin gerade in Bangkok für AIDA unterwegs. Und meine Kollegen in Hamburg haben aber für Sie ein wunderbares Magazin zusammengestellt. Bin ich ganz sicher. Viel Spaß. Kennen Sie das, wenn man Zauberer auf der Bühne sieht, dann denken wir, verdammt nochmal, wie haben die das gemacht? Und wenn man dann Zauber vor sich sieht, dann fragt man sich noch mehr, wie geht das? Cody Stone war bei uns an Bord. Gucken Sie mal, was der uns mitgebracht hat. Bitte schön. Normalerweise sind meine Arbeitsplätze ja dort auf der Bühne. Da sind sie immer so ein bisschen weiter weg gewesen. Jetzt mische ich mich einfach mal direkt unter das Volk hier auf AIDA Luna und werde mal sehen, wen ich so hautnah verzaubern kann. Die Spielkarte machen Sie mal einzigartig, indem Sie sie jetzt mal beschreiben, und zwar mit Ihrem Namen einmal groß über die gesamte Spielkarte. Hier ist meine leere Hand. Die Spielkarte kommt jetzt mal irgendwo ins Kartenspiel. Nein, sagen wir mal hier an diese Stelle. Geht ganz schnell. Achtung. Zack. Ist sie wieder oben. Ja, die sollte wieder herausspringen. Hoffentlich ist es die richtige. Achtung. Und zack. Dann gibt es hier eine Spielkarte. Ja, die ist da drin. Das Coole ist, dass die Spielkarte, die da drin ist, die kann man rausziehen. Jetzt gebe ich Ihnen die einfach mal und Sie dürfen die mal aufhalten. Zeigen Sie mal noch mal in die Kamera. So ja, sieht sie aus. So da ist sie. Aus. Yay! Was soll das hinpassen? Eine einzige Spielkarte und sieht gut aus. Mit Original Speichel. Dieser Ring hat ja schon bestimmt einiges erlebt, oder? Und der emotionale Wert von diesem Ring, der wird jetzt gesteigert. Er wird magischer, okay? Das heißt also, der Ring, so wie er ist, kommt einfach mal in meine Hand, okay? Ich komme sogar noch ein bisschen näher ran. Moment. Achtung, und ganz langsam. Hammer Goldstaub. Das ist ja hier drin. Das denken immer die meisten, aber es wäre zu einfach. Nee. Sie denken im Ärmel? Ja, Moment. Genau. Er würde ja rausfallen. Ja. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja. Ganz viel Spaß. Achso, den wollen Sie wieder zurück. Dann schauen Sie mal hier, meine Hände waren ja die ganze Zeit hier. Und schauen Sie mal, wenn ich mal hier an meinem Schlüsselbund hier mal gucke, dann hängt da ein Ring dran. Am Karabinerhaken. Häufig werde ich gefragt, okay, ob ich mal einen Zaubertrick verraten kann. Und ganz speziell für euch werde ich das jetzt einfach mal tun. Okay, wir haben da die Münze. Na, ich habe einen kleinen Helfer dafür, die diese Münze verschwinden lässt. Achtung, na komm, los. So, da kommt der Helfer, ja, der schnappt die Münze. Ja. Dann ist er weg. Das war ein wirklich magischer Tag und ich zaubere mich jetzt mal weg. Damit die ganze Familie Spaß bei uns hat, bringen wir auch oft Gastkünstler an Bord, die sich hauptsächlich um die Kinder kümmern. Hamzai Hamami ist so einer. Er war schon Choreograf für Rihanna, für Jackson 5 oder auch für Justin Timberlake. Was der mit den Kindern macht, gucken Sie mal hier. Die Arme gehen. Rechts. Ich bin mit 19 in Los Angeles angekommen, wo die besten Tänzer der Welt sind und die besten Choreografen der Welt sind. Und habe mir dann langsam aber sicher so einen Namen aufgebaut. Hat aber dann noch mal 2 Jahre gedauert, bis ich dann so meinen allerersten Job gehabt habe. Das war für Rihanna. Sie hat damals einen Tänzer gesucht für die Welttournee. Das waren ungefähr 500 Leute, die beim Casting waren, bei Audition waren 500 Jungs. Davon sehen 100 so aus wie du. Ja, da habe ich mir auch gedacht, okay, ich habe hier gar keine Chance, ich kann eigentlich wieder gehen. Aber dann kannte dich natürlich jeder wirklich. Wer ist dieser eine Junge, der diesen einen Job bekommen hat, ja, für diesen Megastar? Nach Rihanna folgte dann Justin, dann kam Mariah Carey, Usher, die Jacksons. Michael Jackson habe ich auch mitgearbeitet. Tanzen gibt Selbstbewusstsein. Ja, das merkt man auch jetzt hier, die 7 Tage, die wir verbracht haben, obwohl wir nur 4 Tage davon die Workshops gegeben haben, die Kinder, wie die hier aufgeblüht sind. Ja, ich mache immer diesen berühmten Freestyle-Kreis, ja, wo ich dann die Kinder reinhole. Da siehst du die Kids, die eigentlich ganz schüchtern sind in der Ecke und sich wirklich nicht trauen, sich zu bewegen. Auf einmal flippen sie da total aus. Ja, die gehen da komplett auf. Die machen da Bewegungen, die sie vorher noch nie gemacht haben. Die Eltern gucken, machen große Augen. Wow, das ist meine Tochter, das ist mein Junge. Das glaube ich gar nicht. Ja? Und das steckt zu viel in einem Menschen. Man muss wirklich es einfach nur rausholen. Ja, und das ist das Wunderschöne an so einem Workshop. Und vor allem mit Kids zu arbeiten. Ja? Dieses Potenzial und diesen Willen aus jemandem rauszuholen. Ja? Das ist das, was mir am meisten gefällt. Mir gefiel sehr die Musik, weil die sehr fröhlich war. Und der Lehrer, der ist voll nett. Es war schon
einfach zu lernen. Besser ist es immer, ein paar Mal durchzutanzen, dann kann man es besser. Zum Glück hatten wir den Tanzlehrer, sonst würde ich nämlich ganz schön Fehler machen. Mit Kids, die vorher noch nicht getanzt haben, ist schon was Cooles, weil dann entdeckt man etwas mit den Kids, was Neues. Man entdeckt was Neues mit den Kids zusammen. Ja, man holt was aus denen raus, was sie vorher noch nicht kannten, was ich auch noch nicht kannte. Und das ist halt der Erfolg an der ganzen Geschichte. Damals habe ich ja schon mit 17 und 18 meinen Leuten erzählt, dass ich eines Tages mal nach L.A. gehen werde und dort mit den großen Stars arbeiten werde. Ja. Aber weißt du, wie die alle geguckt haben? Ja, komm, bleib mal lieber hier, Junge, ne, und mach mal das, was du am besten kannst. Und das war's. Deswegen, du kannst wirklich alles im Leben erreichen. Und das ist die Message eigentlich von meinen Workshops. Ich gebe das auch immer wieder den Kids mit, dass sie wirklich an sich glauben sollen. Sie wissen ja, all unsere wunderbaren Kreuzfahrtangebote finden Sie auf www.aida.de oder eben in Ihrem Reisebüro. Und eine ganz besondere Verlockung der Woche habe ich heute für Sie parat. Gucken Sie mal, was wir für Sie haben. Bitte schön. Hallo, ich bin Mika Mühlo. Sie wollten doch schon immer mal das Gesicht hinter der Stimme von AIDA sehen. Nun, das bin ich. Sie kennen mich aus Funk und Fernsehen, weil ich bin von Beruf Synchronsprecherin, zum Beispiel aus Spiegel TV und auch aus der Verlockung der Woche. Diese Woche habe ich auch eine ganz besondere Verlockung für Sie. In Gran Canaria starten wir unsere Reise und fahren als erstes zur Blumeninsel Madeira. Danach nehmen wir Kurs auf Lanzarote. Wir besuchen noch Fuerteventura und Teneriffa und fahren zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Gran Canaria. Und dann wünschen wir Ihnen viel Spaß auf Ihrer AIDA-Reise. Wollen Sie auch mal in einem Tonstudio stehen? Dann werden Sie jetzt die Stimme von unserem neuen AIDA-Radiospot. Sagen Sie uns in 30 Sekunden, was Sie zum echten AIDA-Fan macht. Bewerben Sie sich bei uns mit Ihrer Sprachaufnahme und laden Sie diese auf der AIDA-Facebook-Seite hoch. Den Gewinner erwartet eine professionelle Tonaufnahme, eine Übernachtung und ein wunderbares Essen im schönen Hamburg. Und dazu gibt es noch einen Schiffsrundgang auf AIDA Prima. Also, mitmachen lohnt sich. Wir freuen uns auf Ihre Einsendung und ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen. Viel Glück! Bei uns ist das Lächeln ja zu Hause, jeden Tag. Aber am 7. Oktober ist der Tag des Lächelns. Und ich bin ja gerade im Land des Lächelns und dann passt es ja gut, wenn wir am Ende zu den schönsten Bildern der Woche nochmal ein bisschen was Lustiges von Thorsten Beer und von Tobi Witzen dazu packen. Viel Spaß wünsche ich Ihnen und bis nächste Woche. Tschüss aus Thailand. Ich steh ab und nichts hält mich im Hafen. Alles weit und fern. Ich bin so lange nicht gefahren. AIDA mag ich gern. Unendliche gehen, fast 3000 Gäste und keinem dem was fehlt. Von hier oben macht das plötzlich alles gar nichts mehr aus. Von hier sieht man keine Grenzen und die Farbe der Haut. Das Horn der Luna ist ertönt, wir fühlen es sehr. Langsam habe ich das Gefühl, ich gehöre hierher. Es gibt kein Vor und kein Zurück mehr, nur noch unten und oben. Wenn einer pumpt im Ocean, ich leg ab. Ich leg ab und ich seh mich im Hafen. Alles weit und fern, bin so lange nicht gefahren, AIDA mag ich gern. Und ich seh die Welt von oben, das Meer, es ist so blau, seh jeden kleinen Stern hier oben, AIDA mag ich gern. Oh, 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 oh. AIDA mag ich gern. Vielen Dank, das war's von uns. Ein Riesenapplaus. Und denkt immer dran, AIDA haben wir gern. Dankeschön.